Leute, hier ist wieder euer Zocker HD. Heute möchte ich euch ein Geschreier-Video machen. Und gehen wir halt mal rein. Das ist, wie der aussieht mit dem Bart. Blöd, dass diesen hier nicht gibt halt. Ui, cool. Schwenden wir erstmal meinen kleinen Mainz. Ich hält $42, ja. Und Lakaienhorde, gut. Lakaien, das ist eigentlich meine normale Arena. Ich hab irgendwie ein bisschen verkackt, also kämpfe ich jetzt einfach mal. So, Leute. Ich würde mich sehr über ein Abo von euch freuen. 9. Plus Prinz. Irgendwas. Weg ist der Tower schon. Was ist mit diesem Tower? Den Bombe einmal. Nein, ich glaube, ich mache doch keinen Bombe. Ich muss das mehr gewinnen, ernsthaft. Das ist ein wichtiger. Ich darf einfach nicht verkaufen mehr. Kann mir das nicht gönnen. Ich kann mir das nicht gönnen, nochmal zu verkaufen. Der ist ein guter Spieler. Ui. Aber er weiß ja nicht, dass ich Spiegel habe. Haha. Mann, nee. Das hier. Plus ein Packer, der ist nämlich ein harter Spiel. Das ist ein Prinz, dabei kann der Prinz das Ding angreifen. Und der hat 4 Elixier vergoldet. Und der packt. Ist so klar? Dankeschön. Goldtruhe. Da kommt schon ein Treffer vorhin, aber bin ich nicht in meiner alten Arena. Ihr wisst ja, Pekka, gell? Der ist eigentlich, sagen die meisten, nicht so gut, aber ich finde schon, weil den kann man verwenden wie Golem und setzt ihn einfach ganz hinten und dann tut man hier was dazu. Am besten ist es Pekka plus, auch mit Golem oder Pekka plus Skelettmann plus Prinz. Ja, ich gern. Dann kann er nämlich den Skelettnami blocken, aber das jetzt auch nicht mehr. Dann ist er auch nicht kaputt. Nee, nicht. Das ist mir jetzt auch scheißegal. Und er kriegt noch voll viel Schaden. Mist. Voll verfehlt. Ist jetzt einfach gleich noch ein Golem. Nicht dumm. Packe mal nicht damit. Das ist ein guter Spieler, muss man ihm lassen. Gut, er hat alles auf diese Seite gekriegt. Golem hat verschissen. Das ist ja nicht schnell das Bombe dazu, dass er nicht auf die Person von Skelettnami kommt. Hat er mich im Arsch.
Jetzt hat das Skelett Nami, gell? Ja. Jo, als ob der genau immer jetzt, wo man es... Hat das ja verliert, das Skelett Nami hat, oder? Der ist ja mal von gut. Ah, mir ist gerade aufgefallen, wie jetzt ist, dass das hier Arena 6 ist. Mein Fass ist aber früh auf. Jetzt noch Schaden. Passt Schaden, yes! Winning! Easy winning! Alter, Arena wieder zurück. Passt, Arena zurückgeobert. Ich will so gern den Golem. So gern. Ich verzichte auf. Was ist das da für einer? Ja, auf den kann ich hier auf Tunnel verzichte ich ganz easy. Was ist denn das für eine? Wie heißt. Wo gibt es denn welche Arena? 5 oder? 4 schon. Der heftige da, der. Wie heißt der gleich nochmal? Ah, da ist er. Holzfäller ist aber Arena 8 erst. Uiuiui. Schade. Machen wir dabei noch einen Ausbilderkampf, ich würde sagen. Mhm. Den verbessert mal. Nicht wählen, verbessern. Wo ist er jetzt hier verbessern? Schon wieder. Jetzt. Also wie gut ist der jetzt? Skelettlevel. Irgendwie ist der eigentlich ganz gut. Ich tue ihn mal rein, Stabpicker. Das Deck gefällt mir. Probieren wir es mal aus. Würde ich sagen. Testspiel erstmal. Ui, das ist ja der coole. Falsche Seite. Ui, die machen einen ganzen Turm kaputt. Come on, die sind so gut. Nein! Grabstein, oh ja, gut. Jetzt ist OP. Auf einer Seite müssen immer ganz viele sein. Die schaffen es, hoffe ich mal nicht mit dem Tarot. Ja gut, jetzt ist der Tower weg. Der ist weg. Den würde ich mal sagen, sitze ich jetzt mal so dazu. Oh ne.
Warum geht der Grabstein nicht auf kaputt? Als ob hier ist ein Hockweiler mein ganzes Tal zerstört. Ja, Gott sei Dank. Oh no. Und dann noch ein Grabstein. Yes. Ich kann doch nicht gegen den Ausbilder verlieren. Das wird peinlich auf drei. Oh shit, scheiße, der schafft's noch. Dem fliegt das Elektro bloß. Alles nach vorn. To only chillax. What? Hatte das Alex hierher? Wo hatte das Alex hierher? Oh, wenn Dave Pfeile hat, Alter. Du hast keine Pfeile nicht. War nix. Das Siebel ist aber auch gut. Dann kommt hier noch Schlampf. Ganz viel Legendaries. Den hier. So, Abschied. Also Leute, das war's jetzt eigentlich und bringt jetzt dabei. Schauen wir uns noch ein bisschen den Kampf an. Den würde ich ja genau, er macht's richtig. Das hätte ich gemacht. Pekka ist ganz gut. Licht hat Valkyrie im Deck. Bei den Skelett verhindert sich eigentlich nirgends die Bombe explodiert. Sind ja die Blauen. Das war gut vom Gegner. Freeze. Also gut, das war's jetzt mit meinem Video. Und ja. Bis zum nächsten Video. Lasst mir ein Abo da. Und ich schreibe dann in die Beschreibung, wer gewonnen hat. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss.